WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierenden-Teams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Das Praxisprojektteam vom FHS-Dozent Michael Czarniecki hat sich im Auftrag von der Energieagentur St. Gallen mit ihrem Konzept zur Gebäudemodernisierung befasst. Die Studierenden haben analysiert, wie effizient die Fördermaßnahmen vom Kanton St. Gallen ist und was man daran verbessern könnte. Der Kanton St. Gallen bietet das Förderprogramm Energetisches Gebäudemodernisierungskonzept an. Und dort geht es darum, die Anliegen der Immobilieneigentümer aufzunehmen. Nach 3 Jahren nach der Einführung ist es darum gegangen, zum umfassendes Feedback vom Markt und von den Zielgruppen einzuholen. Die Energieagentur unterstützt seit 2012 die Regionen, Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen im Kanton St. Gallen in allen Fragen rund um die Energieeffizienz und die erneuerbare Energie. Dank der Ergebnissen des Praxisprojekts will die Energieagentur St. Gallen ihren Erfolg messbar steigern. Wir erhoffen uns am Schluss natürlich, dass es mehr Umsetzungsmaßnahmen am Gebäude gibt. Also, dass man mit mehr Modernisierungskonzept noch mehr Massnahmen auslösen kann und die Sanierungsraten erhöhen kann. Die Immobilienbesitzer werden beraten, wenn dass sie welche Massnahmen umsetzen sollten, um ein Gebäude energetisch zu sanieren. Die Studierenden von der FHS haben nicht ein Produkt bewertet, sondern mit einer Marktanalyse die Attraktivität, die Wirkung und die Effizienz von einer Dienstleistung ermittelt. Wir haben dem Kunden aufzeigen, dass die Zufriedenheit mit dem Konzept mit 8 von 10 Punkten bewertet worden ist und dass die wichtigen Hebel dafür die Nachvollziehbarkeit des Berichts waren. Weiter haben wir gesehen, dass 74% der Befragten mindestens eine Massnahme aus dem Konzept heraus umgesetzt haben und dass die häufigst genannten Gründe dort die tieferen Energiekosten waren. Besonders aussagekräftig war die Analyse des Kundenverhaltens und ihren Bedürfnissen. Das Praxisprojekt hat aufgezeigt, wie zufrieden die bestehenden Kunden sind und wo dass man potenzielle Neukunden gewinnen könnte. Das Ergebnis, das wir vom Projektteam bekommen, ist, dass das Abschlussgespräch zwischen dem Energieberater und dem Immobilienbesitzer nicht immer optimal verläuft. Und für uns heisst das, wir müssen Schulungsangebote im Motivations- und im Sensibilisierungsgespräch erhöhen oder anbieten, dass das besser abläuft. Zur Ermittlung der Daten hat das Projektteam rund 1'100 Personen befragt und eine Online-Studie durchgeführt. Die hohe Rücklaufquote hat sogar die Experten überrascht. Da muss ich schon sagen, die Gruppe hat eine tolle Arbeit geleistet, weil sie haben sehr catchy den Fragebogen aufgeleistet, sie haben sehr gute Incentivierungen gehabt und sie haben 33% bei potenziellen Kunden erreicht. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, bei der Krankenkasse, wenn jemand Ihnen anruft, wollen Sie gerne eine neue Krankenkasse haben, dann sagen Sie meistens, ja nein, danke und auflegen. Und da erreichen Sie nie 33%. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr erstaunlich und auch toll, dass ihr das gemacht habt. Dank dem Marktforschungsprojekt der FHS kann die Energieagentur St. Gallen ihr Konzept zur Gebäudemodernisierung anpassen und ihre Strategie optimieren. Wir wissen jetzt, welche Massnahmen am häufigsten gebraucht werden. Und das heisst für uns, in welche Richtungen müssen wir vielleicht verstärkt fördern, noch verstärkt am Markt auftreten, dass die Leute von diesen Fördermöglichkeiten wissen. Das Projektteam hat trotz Zeitdruck präzise und motiviert gearbeitet und ein klares Ergebnis abgeliefert. Diese Leistung könnte beim WTT Young Leader Award prämiert werden. Wir haben nach dem Motto «Hoch Ziele, hoch Landen» gearbeitet und haben uns eine Nomination durchaus erhofft. Wo dann die Nachricht auch wirklich da war, war das Gefühl überwältigend. Und die Nomination an sich war schon eine grosse Ehre, wenn wir jetzt den Award wirklich noch gewinnen wollen. Wäre da noch eine grosse Anerkennung für unsere harte Arbeit. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019?
Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Tonhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.